Hallo, herzlich willkommen bei Hagentours. Ich bin Patrick. Da ist Ricardo. Hallo. Bei herrlichem Wetter an Ostern 2019 möchten wir ein bisschen wandern. In Nassau. Von unserem Parkplatz aus gehen wir den Rundwanderweg Hürnberghöhen. Und was uns so Interessantes erwartet, davon berichten wir dann unterwegs. Nach dem Aufstieg haben wir hier einen kleinen Pfad vor uns. Sehen, wo uns hinführt. So sehen sie aus, die Hürnberger Höhen. Uns ist aufgefallen, dass wir sehr viele kaputte Nadelhölzer gesehen haben. Nadelbäume. Wisst ihr, woran das liegt? War es jetzt der trockene Sommer letzten Jahres? Oder die Klimaerwärmung, der Borkenkäfer? Alles zusammen. Was meinst du, Ricardo? Ich glaube, es ist der Sommer gewesen oder Klimaerwärmung. Letztes Jahr war es sehr warm, sehr trocken. Hoffentlich wird es ja besser. Mit mehr Regen, meinst du? Ja. Ja, für die Natur ist Regen natürlich was wert. Schreibt doch bitte in die Kommentare, wenn ihr eine Ahnung habt oder ob euch das aufgefallen ist, dass viele Nadelbäume kaputt gegangen sind. Da oben sieht man wieder zwei. Ich habe ein paar Fotos davon gemacht. Nach den Hürnberghöhen gehen wir wieder ins Lahntal Richtung Pickelsturm. Und ich hoffe, dass wir da eine schöne Aussicht ins Lahntal haben. Hier haben wir ihn gefunden, den Pickelsturm. Doch stabil aus. Wunderbar. Und was für eine tolle Aussicht. Oh ja. Komplett Nassau, die Lahn,
gar nicht, ob ich mich darauf freue, auf ein cooles Getränk. Der Rückweg war ja einigermaßen mit Stolpersteinen behaftet. Ja, und jetzt geht's langsam mal auf den Rückweg Richtung Nassau. Hier unten ist das Lahntal. Die Lahn kann man nur schlecht sehen, alles zugewachsen. Auf dem Rückweg haben wir noch was Interessantes gefunden. Ein Altmütterchen. Scheint hier die Steinformation zu sein. Das Altmütterchen. Mit einer Bank zum Ausruhen. Und nochmal ein Blick ins Lahntal. Alles fit, Ricardo? Alles gut. Wir kommen jetzt langsam aber sicher zum Ende der Runde. Wie war der Weg, Ricardo? Mir hat der Weg ganz gut gefallen, hatte einen guten Ausstieg, einen schönen Abstieg, schon Landflächen, Wälder und Heide. An dieser Stelle würde ich mich schon auch verabschieden. Bis zum nächsten Video. Die bisher anspruchsvollste Tour hat uns von Nassau Richtung Hemberg geführt. Es war schon ein ordentlicher Anstieg hier. Was ich positiv erwähnen möchte ist, ich bin die Tour vor 4 Jahren schon mal gegangen. Und da muss ich dieses Stück hier noch an der Straße entlang gehen. Da gibt es mittlerweile einen Pfad, der hier durch den Wald führt. Von hier oben aus eine schöne Fernsicht Richtung Taunus und auch auf die Burg Nassau, die hier ist. Auf dem Rückweg hatten wir eine kurze Rast hier am Gickelsturm gemacht, der liegt hier. Hier unten ist noch die Gertrudeshöhe, das ist auch eine Hütte, wo man sich im Schlechtwetterfall mal unterstellen kann. Hier ist das Altmütterchen aus dem Video. Die Seite habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch selbst mal einen Überblick machen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut, euer Patrick.